Ja, hier seht ihr zwei interessante Wasserpistolen und die will ich euch heute mal vorstellen. Ja, und hier hat man die kleinere Pistole mit dem simulierten Rückstoß. Kostet auf Amazon 35 Euro. Ja, und die größere liegt bei rund 43 Euro. Wer sich die Sachen nochmal anschauen möchte, die Links dazu findet ihr im Textfeld unter dem Video. So, jetzt haben wir hier die verschiedenen Wasserpistolen. Der will wieder sein Ballerballer geschmissen bekommen. Verarbeitung sehr gut, da gibt es gar nicht so bemängeln. Die sind auch, ich sag mal, aus einem etwas hochwertigeren Plastik gefertigt. Sehr schön gefällt mir hier dieses durchsichtige, da kann man die Zahnräschen, also wie das da innen drin arbeitet. Ich kann das mal gerade zeigen. Akku ist schon drin. Zwei werden hier mitgeliefert. Da sieht man das dann. So. Akku kommt übrigens hier hinten rein. Und so schaut er aus. Also das ist der zweite, der eine ist schon drin. Gut, da ist ein Käfer. Der muss weg. Schutzbrille wird noch mitgeliefert. So, hier dasselbige, auch wieder so ein bisschen durchsichtig. Hier ist halt cool. Bam. Das gefällt mir auch sehr gut. So, der Akku hier kommt da rein, wo die Schraube ist, also wo die Schiene ist. Diesen Teil kann man abnehmen. Es wird nur einer mitgeliefert. Hier wird ja Wasser reingezogen. Alter. Ich hoffe, unter Wasser ist das Geräusch weg. Also gibt es kein Magazin oder sowas, so wie hier. Großes Magazin. Danke, dass du das festhältst. Und wäre sonst runtergefallen. Und hier haben wir das Kleine zum Einfüllen. So, Schraubendreher mit dabei. Und man kann das Wasser noch farbig machen. Die haben hier irgendwelche Tabletten mitgeliefert. Da kann man sich dann die Klamotten mit versauen. Finde ich aber, naja, schwachsinnig. Nur um zu sehen, ob man getroffen wurde. Und mehr gibt es jetzt hier nicht zu zeigen. Und da können wir schon mal so einen kleinen Reichweitentest machen. So, ich hoffe mal, das Geräusch ist gleich weg. Okay, man muss unter Wasser halten. Kann man so neugierig sein? Sieht cool aus, wenn das Wasser hier oben so hoch geht. Jetzt sind wir fertig gefüllt. Und das ist ja dann hier der Bereich. Sieht man das? Ja, also hier hinten, der sich mit Wasser vollgesogen hat. Was ich mal kurz zeigen wollte, ist, das Handling ist wirklich Mist. Das ist eher was für kleine Kinder. Also mein Finger passt hier gerade so dazwischen. Das geht aber ganz gut. Aber ich habe sich vor wie so ein T-Rex. Also wenn man die so hält, man kann die eigentlich schon mit einer Hand halten. Weil der Bereich hier hinten, also hier der Bereich, das ist auch kein schönes Greifen. Hier das. Also mit einer Hand geht, aber alles andere ist so klein geraten halt. ,50 Meter ungefähr gerade gehalten und schräg. Also 8 bis 9 Meter schräg gehalten, also geht so, sage ich jetzt mal, gell? Hier ist einfacher, einfach reinstecken, dann haben wir hier noch Knöpple, damit kann man das Ganze dann wieder rausnehmen. Dasselbige, machen wir mal ein bisschen zur Seite hier. Ist dasselbe, ihr seht es hier an der Seite um 6,5 Meter. Das Ding ist jetzt schon leer. Krass. Das Ding ist jetzt schon leer. Also man muss den großen Tank benutzen. Aber hinten, also echt, die Reichweiten sind gleich. Ich zeige das mal gerade. So.
Also hier sieht man es gerade gehalten, diese 6,6,50 Meter. Ja, und hier jetzt, das ist schon getrocknet, 8 Meter Marke, 9 Meter sind noch ein paar Spritzer. Also weiter geht's nicht, wenn man schräg hält. Jo, jetzt habe ich euch die beiden Wasserpistolen dann auch mal kurz vorgestellt. Optisch gefallen die mir richtig gut, sind auch ordentlich verarbeitet. Auch mit diesen durchsichtigen, wo man die, ja, die Mechanik, die Zahnrädchen, die Federn innen drin sieht und die Schläuche. Cool. Liegen gut in der Hand. Hier, wie angesprochen, das ist halt so ein bisschen hier in diesem Bereich hier eng. Mehr für kleinere Leute gedacht oder Kinder, sage ich mal. Ja, und die Reichweite habt ihr ja gesehen. 6,5 bis maximal 9 Meter dann schräg gehalten. Jo, wem es gefällt, der kann sich es gerne kaufen. Ich bin aber mehr so der Liebhaber von den alten, sag mal, Nerf Super Soakern mit Pumpgriff, großem Tank, ordentliche Reichweite, macht halt mehr Spaß. Und ihr habt ja gesehen, kann man vergessen, ruckzuck leer. Wollte ich mal wieder vorgestellt haben, das war wieder das Spiel von Tschüss, bis zum nächsten Mal.